Warum hast du da nur ein Buch? Ach, du hast E-Books wieder, ne? Dachte schon. Ja, aber so viel habe ich trotzdem nicht. Da musst du wohl die Einleitung. Warum? Weil du weniger Bücher gelesen hast. Ich suche jetzt erstmal meine Statistik raus. Hallo. Bereit? Das klappt richtig gut. Hallo zusammen, hier kommt ein leicht abgelenktes Literaturgestöber mit dem Lesemonat Juni. Also, wir haben heute ein bisschen Hintergrundmusik. Ich hoffe, euch stört das nicht. Ganz Gebrabbel aus dem Off. Genau. Ja, und wir sind hoffentlich irgendwann mit den Gedanken bei euch, um euch erzählen zu können, was wir im Juni so gelesen haben. Korrekt. Ich habe wieder relativ, ja, nicht wenig, aber weniger gelesen als Jana, weil ich mit anderen Sachen beschäftigt war. Hä? Was mag es sein, was dich da abgelenkt hat? Das, was mich jetzt gerade auch ablenkt. Ja, ich habe mich mit Büchern beschäftigt, mehr im Juni als mit einem Baby. Gut, wenigstens eine von uns. Ja, also ich habe insgesamt 3 Bücher beendet, 2 E-Books und ein Printbuch. Und du? Ach so, ja, doch. Ich verwirre mich immer doch 2 Bücher. Das ja, gehört ja, ja. Dir. Verstehe. Ich habe 8 Bücher gelesen. 1 davon war ein E-Book. Ja. Sehr gut. Wie genau. Viele Seiten hattest du insgesamt? 2946 Seiten. Ja. Aber ich hatte ja mir auch vorgenommen, bei Bukopoli aufzuholen. Ne? Das hast du, glaube ich, erfolgreich hingekriegt. Korrekt. Meine Aufgabe, ich hatte nämlich 2 Aufgaben. 2. Achtung. Psst, psst. Hör zu. Also, meine Aufgaben waren entweder ein Buch nicht aus der englischen nicht aus dem Englischen übersetzt ist oder ein Buch von einer Autorin oder einem Autor, die ich noch nicht gelesen habe. Ja. Ja, das findest du lustig, ja, ne? Ja, das findet ihr lustig. Mhm. Gut. Ja, meine Aufgabe war es, das älteste Buch vom Sub zu lesen, ja. Was da war, vom Winde verweht, mit knapp 900 Seiten. Und das habe ich natürlich nicht gelesen. Spoiler. Spoiler. Also Jenny hat 0 Punkte gemacht im Juni. Korrekt. Wie viele ich gemacht habe, das zählen wir gleich. Mhm. Du darfst auch anfangen. Ich fange an. Gestartet bin ich mit was Solidem, sag ich mal. Die Unannehmlichkeiten von Liebe von Ellie Hazelwood und von Anna-Julia Strüh übersetzt, wie immer, und bei Rütten und Löning erschienen, auch wie immer. Also das sind die 3 Short Stories über die 3 Frauen, die in den Naturwissenschaften arbeiten, Mara, Sadie und Hannah, die alle ihre Probleme im Job haben und aufregende und spannende und emotionale Beziehungen zu Männern führen. Und im Grunde sind alle 3 Geschichten komplett gleich aufgebaut, wie alle anderen Ellie Hazelwood Bücher auch. Aber ich habe das total gerne gelesen. Und ich fand besonders cool eigentlich sogar diese kompaktere Erzählweise durch diese Short Stories, weil dadurch irgendwie ja nicht so viel Blabla drumherum passiert ist. Ne? Und ich fand das echt angenehm, die zu lesen. Und es hat mich wieder sehr rangehalten und cool. Ja. Ich mache jetzt nochmal eben das Licht an. Gute Idee. Das Handy hast du aber angemacht, ja. Oh Gott. Willst du machen oder soll ich ein zweites machen? Du kannst gerne noch ein zweites machen. Okay, dann als nächstes habe ich gelesen Assistant to the Villain von Hannah Nicole Mara. Das ist bei Penguin Books erschienen. Und das ist ein sehr, sehr typisches Grumpy Sunshine
Buch und ich habe das wirklich total genossen. Was ist das denn, ein Grumpy Sunshine Buch? Naja, einer von den beiden ist Grumpy und der andere ist Sunshine. Ach so, okay. Genau. Habe ich noch nie gehört, den Ausdruck. Nein? Nee. Ist ja total verrückt. Also, es geht hier auf jeden Fall um Evie, die als Assistentin beim Oberschurken des Königreichs anfängt, bei The Villain. Und ja, die gewöhnt sich relativ schnell daran, dass im Büro abgetrennte Köpfe von den Wänden hängen, dass es Schreie aus der Folterkammer kommen und solche Geschichten. Und dann findet sie sehr irgendwann heraus, dass es eine Verschwörung gegen ihren Chef gibt und sie möchte ihn unbedingt retten, weil sie ihn gar nicht so böse und oberschurkig findet wie alle anderen vielleicht. Und so. Ja, es ist super, super süß. Es hat mir total Spaß gemacht, das zu lesen. Es ist so locker, leicht und süß. Und die Gespräche zwischen den beiden und die Interaktion zwischen den beiden ist total süß. Und ich habe vor allem die Kapitel aus der Perspektive des Villains total genossen. Es hat einfach richtig, richtig viel Spaß gemacht. Ganz, ganz toll. Und jetzt irgendwann im August, glaube ich, kommt Band 2, Apprentice to the Villain. Das hast du auch schon auf deiner Wunschliste stehen. Ja, das habe ich auf meiner Wunschliste stehen, genau, weil ich möchte nämlich auf jeden Fall weiterlesen, weil mir das echt wirklich Spaß gemacht hat. Toll. Ja, und das war auch der erste Punkt für meine Bookopoly-Aufgabe, weil ich noch nichts von der Autorin gelesen hatte. Okay. Gut. Ja. Ja, ich habe das erste E-Book, was ich euch jetzt vorstelle, bei Rido wiedergefunden. Und zwar war das irgendwie gesponserte Werbung, wie auch immer. Und zwar von Tine Nell, Genau jetzt mit dir, von Fischer. Das ist jetzt auch erst 2024 erschienen. Und es geht in dieser Geschichte um Alma, die Hebamme ist und von Frankfurt nach Nora zieht, nach Schweden, zu ihrer Tante. Also sie hat in Schweden sowieso auch familiäre Bande, die sie da wieder hinziehen. Und sie fängt dort einen Job in der Hebammenpraxis ihrer Tante Edda an. In der Vergangenheit hat sie allerdings auch schon Schlimmes erlebt in ihrem Job. Das hängt immer so über ihr und man weiß auch die ganze Zeit erstmal nicht, was da passiert ist. Man kann die ganze Zeit nur raten. Und dann lernt sie in Nora Liam kennen, den Bruder ihrer ersten Patientin im Prinzip. Und ja, zwischen den beiden sprühen dann auch relativ schnell die Funken. Ausgesucht habe ich mir das, weil ich die Thematik super spannend finde. Also ich lese gerne über Hebammen und Krankenhäuser und Ärztegeschichten sowieso. Ja, stimmt. Und ja, dieses Buch hat mich halt auch gut unterhalten. Ich fand es zwar relativ vorhersehbar und so, das war so dieses klassische Liebesromanschema, ne? Also erstmal Aufbau in die Geschichte und dann lernen die sich kennen und irgendwann gibt es ein riesen Zerwürfnis und am Ende kriegen sie sich doch so. Ist ja kein Spoiler! Ist ja kein Geheimnis, ist eine klassische Liebesgeschichte. Eben. Aber aus solchen Gründen liest man Liebesgeschichten richtig, ja auch, ne? Richtig. Und an sich fand ich das halt wirklich, also unterhaltsam. Die Atmosphäre fand ich auch schön. Was mir so ein bisschen gefehlt hat, war bei den Figuren so ein paar Ecken und Kanten. Ich fand, die waren so sehr glatt, die Figuren, irgendwie sehr flach. Ja, das hatte ich zu bemängeln. Ansonsten hat mir das aber trotzdem Spaß gemacht. Schön. Ja, das ist doch gut. Es gibt da auch noch ein zweites Buch von. Das dreht sich dann um ihre Halbschwester. Mhm. Also ist eine andere Geschichte, kann man auch individuell voneinander lesen. Ob ich das noch lese, weiß ich nicht, weil da geht es ja dann nicht mehr so viel um die Hebammen-Thematik. Also die Schwester arbeitet nicht in dem Bereich? Nein. Mhm. Schade. Ja. Ja. Na ja, gut. Das war's. Okay, dann mache ich weiter mit. Ich habe ja, hatte ich ja angekündigt, dass ich irgendwie mal Bock habe, in die Manga-Szene mehr einzutauchen und so. Und im Juni habe ich eine kleine Bestellung aufgegeben und mir ein paar Manga gekauft und habe natürlich auch sofort angefangen, welche zu lesen. Unter anderem zur Hölle mit Enra, Band 1 und Band 2. Das ist von Shimada und übersetzt von Dorothea Überall und bei Kase erschienen.
Es geht hier um die Söhne des Höllenfürsten, die sich um die Nachfolge der Hölle streiten. Und der Vater, der Höllenfürst, hat eine Liste erstellt mit zukünftigen schweren Sündern. Also ne, die Menschen, die draufstehen, haben noch keine Sünde begangen, werden aber in Zukunft eine Sünde begehen. Und er hat sich quasi überlegt als Art Wettkampf, wer von seinen Söhnen die meisten Seelen erntet, gewinnt. So, und Enra ist einer dieser Söhne und der kommt also auf die Erde, um Seelen zu ernten von dieser Liste und trifft als erstes auf Komachi und möchte Komachis Seele holen. Die leistet aber Widerstand, weil sie als Tochter von Anwälten ihre Rechte kennt und denkt, hör mal, ich habe überhaupt noch gar keine Sünde begangen. Es macht überhaupt gar keinen Sinn, dass du mich jetzt schon im Vorfeld bestrafst und so geht das ja nicht, ne? Und die fängt dann quasi an, Enra die Seelen von der Liste abschwänzig zu machen, weil die nämlich die Leute quasi von den Sünden, die begehen werden, abbringt. Und das findet Enra natürlich irgendwie nicht so gut. Und so bleiben die beiden irgendwie ein bisschen aneinander hängen und die Geschichte entspinnt sich so. Und es war auf jeden Fall, ja, süß und leicht und lustig. Hat mir Spaß gemacht, fand ich gut. Cool. Ja, und die beiden sind natürlich auch einmal ein Autor, von dem ich noch nichts gelesen habe, und eine Übersetzung aus dem Japanischen. Also zwei Punkte. Ja. Als nächstes habe ich Miruko-chan, Die Geister, die mich riefen, gelesen von Tomoki Izumi und übersetzt von Duro Svetkov, erschienen bei Manga-Kult. Und da geht es um Miko, die eine erstaunliche und auch ziemlich ungewollte Gabe hat. Die kann nämlich Geister sehen. Und diese Geister lauern ihr quasi hinter jeder Ecke auf und verfolgen sie und buhlen um ihre Aufmerksamkeit. Und Miko versucht mit aller Macht irgendwie sie zu ignorieren und sie nicht zu beachten und sich nicht in ihrem Alltag von diesen Geistern beeinträchtigen zu lassen. Und das funktioniert mal mehr, mal weniger gut, würde ich mal so sagen. Im Großen und Ganzen passiert in Band 1 echt wirklich so gut wie gar nichts. Und das fand ich echt ein bisschen langweilig. Am Ende gibt es einen Plot-Twist, den ich ganz interessant fand. Aber so im Großen und Ganzen war das so lala. Ich mochte den Zeichenstil aber sehr gerne. Und ich fand es ganz cool, dass die Geister auch so ein bisschen fies aussehen. Mhm. Und nicht so süß. Mhm. Allerdings glaube ich eher nicht, dass ich das weiterlesen werde. Also es geht mir nicht schnell genug. Okay. Ja. Ist aber auch ein Punkt. Mhm. Jana sammelt die Punkte, einen nach dem anderen. Ich muss ja mal aufholen. Ja, das hasse jetzt. Ja, ich habe, so was Printbücher angeht, habe ich endlich mal ein Printbuch beendet, was ich vor 3 Monaten angefangen habe. Und zwar The Little Friend von Donna Tartt. Das ist bei Bloomsbury Publishing erschienen, und zwar 2005 schon, ist also ein älteres Buch von Donna Tartt. Die anderen beiden Bücher, die sie rausgebracht hat, habe ich ja schon gelesen. Das war jetzt das letzte, was mir noch fehlte. Mhm. Und hier ist der Ausgangspunkt, dass Robin Cleave am Baum erhängt wird. Mhm. Und 11 Jahre später möchte seine Schwester Harriet gerne den Mörder finden. 11 Jahre später? 11 Jahre später. Harriet ist nämlich noch ein ganz kleines Kind, als ihr Bruder erhängt wird. Und 11 Jahre später fragt sie sich aber so, was ist denn damals eigentlich passiert und warum spricht da eigentlich niemand drüber und so weiter. So, und dann geht die Suche nach dem Mörder los. Und das ist, finde ich, ein bisschen irreführend im Klappentext, weil ich zum Beispiel gedacht habe, okay, das ist bestimmt so eine Art Krimi jetzt. Mhm. Na? Ist es aber nicht wirklich. Ich finde, es ist eher so ein Gesellschaftsroman, teilweise auch ein Coming-of-Age-Roman, wobei die Hauptperson nicht so extrem altert, aber man verfolgt sie schon zu wichtigen Punkten ihres Lebens. Ja. Ne? Und etwas, was sie auch prägt. Was am bezeichnendsten war, war hier der letzte Satz auf dem Klappentext: But what starts out as a child's game soon becomes a dark and dangerous journey into the menacing underworld of a small Mississippi town. Mhm. Ne? Also das heißt, Harriet guckt erstmal so, wer ist der Mörder, und das ist für sie so eine Art Spiel. So. Ja. Und ja, die geht da halt aus einer kindlichen Perspektive dran und bringt sich dann in Situationen, die
gefährlich sind und die halt auch ein bisschen in eine dunkle Geschichte dieser Stadt einsteigen. Also ja, relativ interessant fand ich das Ganze. Ich finde, man kann dieses Buch einfach nicht so richtig beschreiben. Man kann nicht sagen, okay, das ist ein Krimi oder es ist tatsächlich ein Gesellschaftsroman oder so. Das ist alles in einem. Ja. Und wie immer bei Donnerthart hat mich halt der Wortschatz total beeindruckt, weil die einen wahnsinnig breiten Wortschatz hat. Also da sind auch so viele englische Wörter einfach drin gewesen, die ich noch nicht kannte. Das war sehr bereichernd. Und ich finde, die beherrscht es, dieses Show, Don't Tell zu machen. Okay. Also sie kaut nichts vor, sondern sie zeigt dir einfach nur die Situation und Erlebnisse und Ereignisse und du kannst so viel daraus ziehen als Leser. Und das finde ich richtig, richtig gut gemacht, jedes Mal in ihren Büchern. Cool. Und deswegen haben alle Bücher von ihr für mich auch immer so Klassiker-Vibes, also so moderne Klassiker. Mhm. Da bin ich mal gespannt, ob die vielleicht tatsächlich in so 50 Jahren auf so Klassikerlisten stehen oder Könnte ja gut sein, ne? Könnte ich mir vorstellen, ja. War auf jeden Fall wieder richtig cool, das zu lesen, auch wenn es länger gedauert hat. Aber es ist halt auch anspruchsvolle Lektüre gewesen. Ja, aber es ist doch cool, dass es so gut war, dass du trotz der langen Zeit dran geblieben bist. Das spricht ja auch auf jeden Fall für das Buch. Ja, ja, auf jeden Fall. So, dann habe ich eine Formalie in Kiew beendet, endlich. Bei DTV erschienen und von Dimitri Kapitelmann geschrieben. Es geht um Dimitri selbst, er will nämlich seinen deutschen Pass beantragen und nach 25 Jahren endlich offiziell eingebürgert werden. Aber die Bürokratie sowohl in Deutschland als auch in der Ukraine legt ihm viele Steine in den Weg. Er muss nämlich eine Apostille aus Kiew besorgen und reist deshalb nach langer, langer Zeit mal wieder in sein Geburtsland zurück. Und es passieren viele Dinge, die ihn in Erinnerung an seine Kindheit schwelgen lassen, die seine zerstrittene Familie angehen und es kommen Gefühle hoch, die lange irgendwie unter der Decke versteckt gewesen waren. Und der Culture Clash spielt natürlich auch irgendwie eine große Rolle. Und die Suche nach Heimat. Und das Ganze, also ich habe das Gefühl gehabt, es passiert gar nicht so richtig viel in dem Buch irgendwie. Es hat nicht so super viel Story, aber es wird total getragen von der Sprache. Also es ist wirklich sprachlich echt toll. Und es war auch total interessant, mal so Einblicke in die ukrainische Kultur zu bekommen, die ich so noch nicht bekommen hatte. Und zu verfolgen, was für Schwierigkeiten Immigranten auch in unserem Land haben und was für Schwierigkeiten es in der Bürokratie in unserem Land vielleicht gibt. Es war auf jeden Fall wirklich sehr interessant. Ich hätte mir das, glaube ich, nicht ausgesucht alleine, wenn du das nicht für den Lesezirkel ausgesucht hättest, aber ich bin froh, dass ich es gelesen habe. Ja. Ich fand es auch sprachlich mega. Total so gut. Super lustig geschrieben auch. Ja, echt cool. Hast du noch eins? Oder? Ja, ich habe noch eins. Willst du das dann erst vorstellen? Kann ich machen. Mache ich das danach. Genau, dann habe ich noch ein E-Book gelesen, und zwar The 7-Year-Slip von Ashley Poston. Da geht es um Clementine, die Wohnung ihrer Tante erbt. Ihre Tante stirbt und sie vererbt ihr ihre Wohnung, und Clementine zieht in diese Wohnung dann ein. Und fühlt sich am Anfang ziemlich einsam und ist natürlich auch traurig und muss mit ihrer Trauer klarkommen, weil sie ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu ihrer Tante hatte. Und ist zusätzlich auch noch so ein bisschen unzufrieden mit ihrem Leben, mit ihrem Job. Es ist alles irgendwie nicht so richtig gut im Moment. Und irgendwann steht plötzlich ein fremder Mann bei ihr in der Wohnung und behauptet, dass ihre Tante ihm erlaubt hätte, dass er im Sommer da wohnen könnte, während die Tante im Urlaub ist. Was natürlich irgendwie seltsam ist, weil die Tante ist offensichtlich tot. Aber dann kommt halt raus, dass diese Wohnung sie 7 Jahre in die Vergangenheit schickt. Und Clementine wird quasi immer mal wieder in diese 7 Jahre in die Vergangenheit geschickt, in der der Mann im Sommer quasi in der Wohnung ihrer Tante gewohnt hat. Wow, genau. Das ist kompliziert. Ja, und die lernen sich dann so ein bisschen kennen in dieser Zeit, in der sie dann immer wieder da ist, und entwickeln natürlich auch Gefühle füreinander, und wie das dann in ihrer Gegenwart funktionieren soll, ist natürlich auch eine Sache, mit der sie sich auseinandersetzen muss
und was sich nicht so super einfach gestaltet. Und ich hatte beim Lesen total die Frau des Zeitreisenden-Vibes. Habe ich gerade jetzt auch im Kopf gehabt. Und mochte das total gerne. Also es hat mir echt Spaß gemacht. Es war so schön kurzweilig, nicht irgendwie super tiefsinnig und kompliziert. Und es war süß, hat Spaß gemacht. Also ich habe es richtig gerne gelesen. Es war auch das erste Mal, dass ich was von Ashley Poston gelesen habe. Und ich habe dann gesehen, dass die auch noch zwei, drei andere Bücher geschrieben hat, die alle so Liebesgeschichten sind, aber mit so einem magischen Realismus-Twist irgendwie. Ja. Fand ich ganz spannend. Muss ich mir vielleicht nochmal irgendwas von der nehmen. Cool. Ja. Ja, woran mich das auch erinnert, ist Zwischen Himmel und Liebe von Cecilia Ahern. Das geht ein bisschen in die Richtung. Mhm. Hat nichts mit Vergangenheit zu tun, aber so, dass der Rest ist ähnlich. Cool. Mhm. Ja. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ja, glaube ich. Ich mag sowas ja auch. Ich, ne? Auch. So realistische Geschichten, aber mit einem Touch Fantasy. Genau. Drin. Ja. Cool. Mhm. Ja. Und dann haben Jana und ich beschlossen, dass wir noch ein Buch gemeinsam lesen. Wir haben das nicht direkt im Buddy-Read gemacht, sondern eher so in unserem individuellen Lesetempo. Ja. Was bei Jana natürlich etwas schneller war als bei mir, klar. Ich habe es auch als E-Book gelesen, Jana hat es aber hier schön als Hardcover-Ausgabe. Mhm. Und zwar geht es um The Serpent and the Wings of Night von Carissa Broadbent. Das ist im Februar dieses Jahres bei Carlsen erschienen. Und ist übersetzt von Heike Holsch und Christina Flemm. Und wir verfolgen hier Uraya, die in einer Welt der Vampire lebt und quasi immer als Beute angesehen wird. Sie ist adoptiert und zwar von dem Vampirkönig höchstpersönlich. Und sie möchte gern diesem Leben entfliehen, immer nur als Beute gesehen zu werden und ein bisschen mehr Power zu haben. Und deswegen nimmt sie an einem Turnier teil, das heißt Kejari, und wird von der Göttin Nyaxia veranstaltet. Alle, keine Ahnung, wie viele hundert Jahre. Das ist ja relativ weit auseinander. Ja. Und sie möchte daraufhin die Kuriate des Vampirkönigs werden. Das heißt, sie möchte so ein Herzensband mit ihm eingehen. Also mit ihrem Adoptivvater. Genau. Ja. So, und bei diesem Turnier lernt sie dann Rain kennen. Wie hast du ihn eigentlich ausgesprochen? Rain. Keine Ahnung. Geschrieben wird der R-A-I-H-N und ich habe gerade schon zu Jana gesagt, es wäre manchmal echt cool, wenn man hinten so ein Glossar hätte, so von wem, wie spricht man diese Sachen eigentlich? Ja, so ein Aussprachen-Glossar, bei so Fantasy-Büchern ist das wirklich angebracht. Ja, auf jeden Fall. Weil ich finde auch, wenn man den Namen einmal gelesen hat, dann gewöhnt man sich so sehr daran im Kopf, ne, wie man den total ausspricht. Naja, und man hat halt keine Ahnung, ob es richtig ist. Ja. Ja. Genau, das wird ja extremst gehypt, dieses Buch. Bei Instagram, bei TikTok wahrscheinlich auch. Ja. Ich muss sagen, fand ich nicht ganz gerechtfertigt. Ja, ich war weil auch. Die Geschichte war zwar actionreich und ich fand auch diese Enemies to Lovers Komponente ziemlich cool. Also die Liebesgeschichte hat mir gut gefallen. Allerdings fand ich das Worldbuilding mehr als bescheiden. Mhm. Ne, das war immer so, es wurde erst passierte irgendwas und man dachte sich so, hä, was passiert da? Und dann wurde es irgendwann ein paar Absätze später erklärt. Mm. Und ich dachte mir so, Moment, das ist kein Worldbuilding. Das ist so dieses, ich schmeiß mal irgendwas rein und erkläre es im Anschluss. Ja. Das hat nicht wirklich schön aufeinander aufgebaut. Ja, und dieses Turnier war ja auch irgendwie so prüfungsmäßig, so Hunger Games mäßig, ne? Und die Stimmung war auch irgendwie ganz interessant. Und ich fand auch die Prüfung immer relativ fesselnd. Aber dann war es so schnell wieder vorbei, ne? Also die hat so viel drumherum gelabert und hätte aber meiner Meinung nach mehr Arbeit und Ausarbeitung in diese Prüfungen auch stecken können. Ja. Das wäre irgendwie fesselnder gewesen. Ja. Ich hatte auch ein Problem mit den Ortsbeschreibungen. Ich konnte mir nicht wirklich gut vorstellen, wie das alles so aufgebaut war. Und davon gab es zahlreich. Ja, das stimmt. Wobei ich das Problem ja meistens nicht so habe. Ja. Aber Ja. Und ich fand auch die Motive der Figuren eher schwach. Ja, und es war alles irgendwie sehr stereotyp, fand ich. Ja. Und was ich zusätzlich noch irgendwie
fragwürdig fand, war die Beziehung zwischen Oraya und ihrem Adoptiv-Vampir-Vater. Ja. Das war zwischendurch echt ein bisschen creepy, oder? Ja, so ein bisschen nicht so vatermäßig, sondern so Sugar Daddy-mäßig. Ja. Und ich muss leider auch sagen, ich fand es auch sprachlich eher mau. Ja, so. Leider, ich auch. Also ich habe es wirklich nur zu Ende gelesen, weil ich die Love Story nett fand und gut fand. Mhm. Aber ich hätte es auch abgebrochen zwischendurch, phasenweise. Ja. Und ich meine, am Ende gibt es nochmal einen riesen Plot-Twist. Und trotzdem würde ich sagen, werde ich wahrscheinlich Band 2 nicht lesen. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich weiß nicht, ich glaube ich auch nicht. Nee. Also hat mich nicht umgehauen, nicht überzeugt. Mich leider auch nicht. Ausgangssituation fand ich ja irgendwie ganz spannend. Ja. Ja, aber auch so, es gibt verschiedene Vampir-Clans da drin. Und auch ja, da war nicht so ganz klar, wer gehört zu wem, was können die, was unterscheidet die alle. Und warum also mögen die sich nicht? Ja, da fehlte einfach viel. Ja. Viel Zusammenhang fehlte da. Mhm. So. Das war's. Genau. Das möchte ich übrigens öfter machen, eigentlich. So das gleiche Buch mit dir lesen, aber im eigenen Lesetag. Ja, das finde ich auch gut. Da kann man sich danach oder dazwischen darüber unterhalten. Ja. Ist aber nicht so gebunden an, wie viel muss ich pro Tag lesen. Ja. Das schaffe ich ja im Moment sowieso nicht. Ich fand das auch recht angenehm. Lass uns das nochmal machen. Ja. Ja. Cool. Yes. Machen wir. Juhu. Ja, somit Bukopoli-Auswertung 0 Punkte für mich. Wie viele sind es bei dir? 7. Du brauchst nur 2, um mich einzuholen. Nee, 3 oder so. Na, jetzt bist du 4 im Vorsprung. Ich weiß nicht mehr genau, ich brauchte auf jeden Fall mehr als 2, um dich einzuholen. Aber ja, ich habe einiges an Vorsprung rausgeschlagen. Super. Ja, und dann gucken wir uns jetzt auch direkt mal an, was die nächsten Brokkoli-Aufgaben für Juli sind. Wir schalten rüber. So, wollen wir doch mal gucken, was im Juli an Bukopoli-Aufgaben auf uns wartet. Wir starten wieder mit Jenny. Die stand beim letzten Mal auf ältestes Buch vom Sub und darf jetzt 9 Schritte weitergehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hardcover ist ja auch eine ganz dankbare Aufgabe, oder? Gucken wir mal. So. Ich stand auf Übersetzung nicht aus dem Englischen und gehe jetzt auch weiter. Und zwar 5 Schritte. 1, 2, 3, 4, 5. Taschenbuch. Ja, das ist doch ein netter Zufall. Gucken wir mal. So, dann sind wir wieder. Kurz und knackig. Ja. Lustig, die Aufgabenaufteilung, dass du Hardcover und nicht Taschenbuch bekommen hast. Wir haben uns auch gerade noch mal kurz darüber unterhalten, wozu Klappenbroschüre eigentlich zählt. Ja, weil ich nämlich festgestellt habe, dass ich dachte eigentlich, ach, Taschenbuch, überhaupt gar kein Problem. Mhm. Aber die meisten meiner Bücher sind Klappenbroschüren und keine Taschenbücher. Ich habe gar nicht so viele wirkliche Taschenbücher auf dem Sub. Ja, und Ich finde das immer schwierig zu sagen, wozu das gehört. Also abrechnungstechnisch und so gehört Klappenbroschüre ja eher in Richtung Hardcover. Ja. Ne, weil es ab und zu ja auch mal eine Klappenbroschüre und eine Taschenbuchausgabe von einem Buch gibt. Ja. Ja. Aber optisch gehört es eigentlich eher zum Taschenbuch. Ja, genau. Und deswegen haben wir uns jetzt darauf geeinigt, es zählt zu weder noch. Genau. Damit niemand im Vorteil ist. Genau. Ja. Schauen wir mal, ob wir da was hinkriegen. Ja, ach, bestimmt. Genau. Und dann müssen wir irgendwann demnächst mal E-Books und Klappenbroschüren mit aufnehmen. Auf jeden Fall, ja. Zum nächsten Jahr machen wir das dann. Genau. Ja. Ja, aber auf jeden Fall gehen wir dann jetzt wie immer mit neuer Motivation in den neuen Monat. So ist es. Und versuchen möglichst viel von unseren Aufgaben zu erfüllen. Genau. Wie war denn eurer Juni? Eurer Juni. Wie war denn eurer Juni? Habt ihr viel gelesen oder war es eher nicht so gut? Seid ihr zufrieden mit den Büchern, die ihr gelesen habt? Waren die cool? Lasst es uns gerne wissen. Genau. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao. Ciao.